Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Ich bin hier in einer sehr schönen Wache, also ich freue mich heute auf den heutigen Tag. Die Sonne scheint, die Wache ist zum etwas neidisch werden, sage ich gleich vorweg. Ich bin hier nämlich in Steinfurt. Warum bin ich hier, fragen wir mal ganz kurz, und zwar hole ich mal kurz den Christoph zu mir. Christoph, hallo. Hallo, Christoph, das bin ich. Super, ja, vielen Dank für die Einladung. Du hast dich ja an mich gewandt wegen einmal Steinfurt vorstellen, so ein bisschen. Genau. Unser Löschzug hier. Ne? Löschzug? Löschzug. Zwei Löschzüge. Ne? Zwei Löschzüge. Wir sind jetzt in der Stadt Steinfurt im Löschzug Hochsteinfurt. Okay, super. Also ich habe schon mal gesehen, wir können da ganz kurz mal durchgucken. Ja. Aber bevor wir jetzt hier durch eure Wache gehen, ihr habt ein paar Leute heute auch hier, die haben sich extra Zeit genommen für euch letztendlich. Und da wollen wir ganz kurz mal gucken, wie die so aussehen. Guckt es euch mal an. Los geht's. Mal an, wer hier alles so heute für uns da ist. Los geht's. Martin. Frank. Benjamin. Moppel. Harmdirk. Felix. Rainer. Pascal. Sven. Ludger. Wolfgang. Maximilian. Olaf. Marc. Fabian. Super, Tobi, ich freue mich. Und Fabian, wo ich die gerade habe, was ist das hier für ein Schlauch? Was hat das mit dem auf sich? Ja, das ist unsere Werbeaktion, weil wir für Mitglieder werben wollen, um eben, ja. Finde ich toll. Einfache Idee, ne? Also diesen kurzen Schlauch haben wir viele auch für einen Zumischerbetrieb oder sowas. So und so schon manchmal davor, ja, vielleicht mit so einer Kleinigkeit. Super raffinierte Idee, macht mir gut. Sehr schön. Danke. So, okay. Schauen wir mal ganz kurz durch. Wollen wir mal einmal kurz an den Fahrzeugnummer lang gehen, dass wir mal gucken, was haben wir denn? Hier geht's los. EW1. Den gucken wir uns gleich nochmal, denke ich mal, vielleicht nochmal in Ruhe an. Ne? Aber man fühlt hier, die Motorhaube ist noch warm, der kommt nämlich gerade aus dem Einsatz mit der Drehleiter. War aber auch nicht so ein schlimmer Einsatz, glaube ich. Ne? Okay. So, und was hat er hier? Rettungswagen. Rettungswagen. Genau, wir haben drei ATWs. Drei hier. ATWs. Die werden aber von hauptamtlichem Personal gesetzt, ne? Mit Angestellten. Also hier sind auch wirklich hauptamtliche Leute. Genau. Ah, okay. Das heißt, wenn jemand hier 112 ruft im Ort, einen Krankenwagen braucht, einen Rettungswagen. Ja, Rettungswagen. Also das läuft in einer Leitstelle in Rheinau auf. Ne? Wir haben eine zentrale Leitstelle im Kreis. Okay. Und die werden dann hier alarmiert, je nach Zuständigkeiten. Ah, okay. Also sie sind also immer permanent welche. Genau. Hier sind immer besetzt. Ah, okay. Das wusste ich auch noch nicht. Okay, also RTW. Dann, was haben wir denn noch Schönes? Halef 20, unser neuestes Auto im Stall. Oh. Stolz, genau. Schönes Ding. Halef 20, ja, natürlich gut, wenn man das hat. Ne? Ein bisschen viel technische Hilfeleistung drauf. Habt ihr denn Schnellstraßen habt ihr euch ausgesehen? Ja, B54, okay. Ja, das ist natürlich ein riesiges Schoss. Ne? Also wenn man hier mal neben steht, machen wir schon was anderes. Ne? Okay, super. Ja, gratuliere ich ja noch. Ist ja noch ein bisschen, ist ja noch Wachs drauf. Genau. Und was mit dem? LF10. LF10? Genau. Auch nicht so alt, ne? Auch nicht so alt, ja. Ist vor 3 Jahren gekommen. Ja. Klasse. Also hier könnt ihr mich, glaube ich, eine ganze Woche austoben und nur Filme machen, glaube ich. Ja. Okay, ja. Was? Das ist die fahrende Werkzeugkiste, Rüstwagen. Ein Rüstwagen? Ja. Mit allem das, was man gebraucht, von der Schraube bis zum Zistix, alles drauf. Okay, habt ihr auch so Bühne drauf für LKW? Richtig, und LKW-Bühne ist hinten drin. Okay, ja. Super, klasse. Oh, jetzt kommen wir schon, da sehen wir schon wieder besondere Fahrzeuge. Das ist was? Das ist jetzt das WLF1, aufgesattelt ist da AB Wasserschaum, 7700 Liter Wasser und 500 Liter Schaummittel. WLF, also Wechsellader, Fahrzeug. Und aufgesattelt ist der AB Wasserschaum. So AB, Abräubehälter, ne? Und Wasserschaum, also ist alles für einen großen Schaumansatz, irgendwie für Industriebrände. Oder? Mit Werfer drauf. Mit Werfer, ach ja, warum denn nicht? Ja. So, okay, also dagegen fühle ich mich echt ein bisschen klein hier gerade. Oh, ihr habt ja also viele besondere Fahrzeuge, ne? Und was ist? Das ist der Gerätewagen Logistik. Gerätewagen Logistik? Also GWL2. Hier ein Containersystem drauf, sodass wir wechseln können. Das ist ein Ersatzfahrzeug für den SW2000. Ah, okay. Also früher, dieser Schlauchwagen, wir noch kennt, SW2000. Man geht ja immer zu diesem GWL2 über, dass man da die ganzen Materialien drauf hat. Aber habt ihr nur Schläuche? Ihr habt wahrscheinlich alles drauf, ne? Wir haben Container mit Licht, Öl. Für Hochwasserlagen, also dass wir Pumpen hin und her fahren Super. Können, alles drauf. Also sehr taktisch, sehr wertvolles Fahrzeug, ne? Ja.
Okay. Und was, oh, wieder, so ein, wieder ein Wechselladerfahrzeug? Ja, das ist WLF2 und aufgesattelt hier der AB-Nachschub, auf dem hauptsächlich Materialien für einen GSG-Einsatz sind. Für was für einen Einsatz? GSG, gefährliche Stoffe und Güter. Okay. Also Chemikalien-Schutzanzüge. Das ist alles so, was so ABC-mäßig ist, ne? Ach, guck mal, das ist auch schön. Hier haben die mal so Bilder drauf, ne? Das, dass man genau sieht, was in den Behältern gerade drin ist hier, ne? Auch eine super Idee. Einfach. Oh, geht aber leicht. Alter Schwede. Haben wir schon Fahrzeuge hier, doch. Da hinten steht unser ältestes Fahrzeug. Da gehen wir nochmal gucken. So. Ein TSF Tankspritzenfahrzeug. Der, mit Wasser, ne? Der hat aber Wasser drin, genau, sind 500 Liter Wasser drin und der hat eine 1-7-Anlage, also eine Druckluftanlage. Also ich kann, hier ist ein Kompressor drin, der das Löschmittel Wasserschaum noch mit Druck füllt. Okay. Dieses, dieses Kaffsystem, wie das heißt, ne? So ähnlich, ja. Hier heißt es 1-7, okay. Ist eine Firma Schmitz. Also ist ein TSFW quasi. Richtig. Okay, schön. Ist hier wichtig für... Das ist mehr so für mich so ein bisschen vertrauter, so die Größe, ne? Also für uns wichtig, für die Altstadt, wir kommen dann jede Gasse rein und das ist das einzige Löschfahrzeug, was noch in den Innenhof unseres Schlosses fahren kann. Ja, wichtiges Thema, was du angesprochen hast, das ist auch immer so, manchmal die Größe der Fahrzeuge ist halt nicht immer besser, ein großes Fahrzeug zu haben. Man hat hier eine Altstadt oder man muss aufs Feld fahren oder im Wald, ist nicht immer gut, ein sehr großes Fahrzeug zu haben. Manchmal so ein TSF oder TSFW, wie es hier ist, schon zweckmäßiger, ne? Also muss man mal sehen. Immer das Fahrzeug für die Einsätze, die man auch hat. Ne? Super. Junge, 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 du. Was für eine Ausrüstung. Nur mal ganz kurz das Konstrukt. Also ich habe zwei Wachen hier in Steinfurt. Genau. Also wir haben zwei Wachen. Also einmal hier die Wache in Burgsteinfurt, wo eine Rettungswache angekoppelt ist, also eine Vor- und Rettungswache. Und in Borkhorst haben wir ein reines Gerätehaus, wo nur ehrenamtliche freiwillige Feuerwehrleute sind und die Rettungswache ist so ein bisschen ausgelagert, weil wir einen weiteren Bereich des Kreises abdecken. Ja, okay. Und was habt ihr da jetzt noch für Fahrzeuge? Mal so einen Schnelldurchlauf? Schnelldurchlauf, da steht die Drehleiter, da steht ein HLF, da steht ein LF, da steht ein LF10. Auch ein GW Logistik, aber vom Land, der für die Katastrophenschutz da ist. Es stehen mehrere MTFs da. Zwei TLF, 3000. Und, wow. Und ein ELW. So, was ist denn hier los? Haben wir hier eine Fahrzeugvertretung in der Nähe? Oder? Wahnsinn. So, aber gut, ihr habt natürlich auch ein gewisses Einsatzaufkommen. Ich sag mal, die Fahrzeuge machen sich ja auch letztendlich bezahlt. Ne? Ja, und wir haben natürlich dadurch, dass wir zwei Ortsteile sind, die recht 5 Kilometer auseinander liegen. Ah, okay. Die Schnellstraße dazwischen ist zwei große Industriegebiete. Müssen die Hilfsfristen ja auch gewährleistet sein. Und darum die zwei Gerätehäuser und eine recht gute Ausstattung. Genau, zwei Gerätehäuser. Vorteil ist, man ist natürlich mehr verteilt in der Fläche. Nachteil ist, die Kameradschaft zwischen den Gerätehäusern, sind das zwei eigene Wehren oder ist das eigentlich eine große Familie? Seid ruhig ehrlich. Es ist eine Feuerwehr, aber es sind zwei Löschzüge. Es sind zwei Löschzüge. Also, wir machen schon Sachen zusammen, ne, dass wir zweimal im Jahr gemeinschaftliche Übungen machen. Schön. Also das läuft schon alles. Ne? Auch so ein Austausch mit den ELWs, dass also der eine Zugalarm dann durch den anderen ELW unterstützt wird. Also wir haben schon hier viel Zusammenhänge, auch mit dem Rüstwagen und auch mit der Drehleiter, genau, dass man eigentlich andauernd zusammenarbeitet. Ich habe eben auch gesehen, da sind ja auch die anderen von einer Wache gekommen und die werden ja auch begrüßt wie Familie halt in der Feuerwehr. Ist halt so. Ne? Also ist auch ganz schön. Ja. Aber es ist natürlich eine Herausforderung, ne? Weil man macht ja eben mal schnell was mit seinen direkten Kameraden und man ist dann ein bisschen räumlich geteilt, ne? Aber finde ich super, wie das hier so aber läuft. Ja, Ausbildung machen wir zusammen, ja. Vom Anwärterdienst bis zur überörtliche Ausbildung, also, dass man eigentlich als Familie zusammenwächst. Und von der Jugendfeuerwehr fangen wir auch sofort an, dass es nur eine Jugendfeuerwehr gibt, es gibt nicht zwei Löschzug-Jugendfeuerwehren, wo die Jugendfeuerwehren üben immer abwechselnd in den beiden Gerätehäusern, also dass man das einfach... Das ist ein guter Tipp, also das will ich auch mal mitnehmen, weil das ist auch nicht überall so, weiß ich, bei uns auch Region Hannover, dass es da vielleicht mehr Leute sich was abgucken können. Ne? Ja. Finde ich super. Okay, da wollen wir sagen, gehen wir mal Gas. Genau. Bin ganz gespannt. Ja, das Fahrzeug wird in Grundstellung gebracht. Wir werden gleich hier Fahrzeugvorstellungen machen. Wir fangen dann mit der Drehleiter an, werden noch ein paar andere Fahrzeuge raussuchen. Ihr habt die Truppe mal kennengelernt hier in Steinfurt. Also für mich super sympathischer Haufen. Schade, dass ich hier nicht in der Nähe wohne. Kann ich nur empfehlen, kommt mal zum nächsten Dienst. Wann ist der nächste Dienst? So, wenn jetzt jemand herkommen will und ihr seid ein recht entspannter Haufen und jetzt jemand mal gucken kommen. Also es kann jeder kommen, ne? Denke ich mal, ja, zur Feuerwehr. So. Auf jeden Fall. Okay, das heißt, ihr habt Kinderfeuerwehr auch?
Nee. Nein, haben wir nicht. Jungfeuerwehr. Jungfeuerwehr ist los, also ab 10 Jahre könnt ihr mitmachen. Und dann habt ihr die Aktiven natürlich. Und die haben wann immer Dienst? Immer den ersten Montag im Monat um 19:30 Uhr. Jeden ersten Montag im Monat 19:30 Uhr hier in der Feuerwehrwache. Welche Straße ist das hier nochmal? In der Sandgrube 3. In der Sandgrube 3. Okay. Ja. Na, okay. Dann habt ihr das Feuerwehr. Muss man ja dazu sagen. Okay. Aber wie gesagt, jeden ersten Montag im Monat hier 19:30 Uhr einfach herkommen. Oder einfach mal anschreiben. Die sind hier auch, dieses Wir brauchen dich. Sehr ein gutes Erkennungsmerkmal, ne? Auf jeden Fall, ja. Also bei Instagram, Facebook findet man die Feuerwehr Steinfurt. Einfach anschreiben, einfach den Schritt gehen, einfach herkommen. 19:30 Uhr, sagt einfach, der Feuerwilli hat gesagt, ich darf vorbeikommen. Macht er auch. Wenn ihr euch nicht traut, dann schreibt mich an, dann komme ich mit. Verspreche ich euch, wenn ihr zur Feuerwehr kommt, komme ich extra hergefahren, 2 Stunden Fahrt von mir und bring dich hierher. Okay? Machen wir das so? Alles klar. Vielen Dank. Wie heißt du nochmal? Benjamin. Benjamin, cooler Typ. So sind die Jungs hier. Bis dann. Und schaut in das Video rein von der Fahrzeugherstellung. Los geht's. Mein Tipp, einfach herkommen. Wenn ihr euch alleine nicht traut, dann kommt mit der Feuerwehr. Dann kommt einfach mit der Feuerwehr. Erstmal die Kameraden vorstellen, das ist erstmal wichtig, dass wir erstmal sehen, mit wem haben wir es hier zu tun in Steinfurt. Aber ich kann schon sagen, macht mir jetzt schon Spaß, die Truppe ist super entspannt, super gastfreundlich und ich fühle mich jetzt schon wohl. Wird ein lustiger Tag. Einfach vorstellen. Das sagst du aber nicht jeder Truppe, oder? Nee, natürlich nicht. Nein, aber es ist wirklich so. Man merkt ja gleich, wo die Chemie passt und ich glaube, hier bleibe ich auch eine Stunde länger heute.